Moskau versucht, Moldawien zu destabilisieren und setzt dafür die Energiewaffe ein. Gazprom dreht am Gashahn und die Separatisten in Transnistrien produzieren kaum noch Elektrizität. Hier in der Hauptstadt demonstrieren die Menschen und schreien Ende mit der Diktatur. Die Frage stellt sich, sind diese Menschen hier von Moskau manipuliert? Strippenzieher der Proteste ist die prorussische Shaw-Partei. Moldawien ist das ärmste Land Europas und abhängig von Gas aus Russland. Die proeuropäische Regierung will das ändern und Mitglied der EU werden. Um das zu verhindern, organisieren Moskau-treue Parteien Massenproteste. Als Hebel dient die Angst vor dem Winter. Warum demonstrieren die Menschen gegen eine Regierung, die Milliardenhilfen aus Europa organisiert? Warum protestieren sie nicht gegen den russischen Gazprom-Konzern, der die Gaslieferungen kappt? Moldawiens oberste Korruptionsermittlerin hat Antworten. Do you have information that those protests are staged, that those protests are manipulated? We do have found evidence of very large sums of cash. 20 black bags full of cash. Actually, what is this about? Tell me. Our officers and prosecutors formed some arrests. They were able to catch people in the middle of the night that had very large sums of cash that they were driving around the country and distributing to the protesters that are coming to the Capitol. And we have had arrests at these types of demonstrations. Including of people carrying things that can be considered weapons. Is the Russian Secret Service destabilizing your country right now? Certain political parties in Moldova have been financed through people that have connections to the Russian intelligence services. In Orhai, Hochburg der Shaw-Partei, zeigt Medino Turcano Orhailand, den von Parteigründer Ilan Shaw gestifteten Vergnügungspark. Der Oligarch selbst ist auf der Flucht. Es geht um das Verschwinden von $1 Milliarde. Turcano organisiert die Proteste in der Hauptstadt. Soeben durchsuchten Fahnder seine Wohnung. Er wird verdächtigt, Massenunruhen zu planen. Hat Moskau seine Hand im Spiel? Unlängst kamen Berater aus Russland, geschickt vom Geheimdienst. Wird hier ein Umsturz geplant? What is your main claim? Cerința noastră este de a ca actualul guvern să demisioneze și alegerile anticipate. 20 black bags were found with a lot of money, with 200,000 euro cash. So this money is from where? For what? Și Ilan Shor a spus public că este vorba despre banii care trebuiau să se achite anumite cheltuieli ale partidului, ale oamenilor care veneau la proteste. Atât tot. Nimic ilegal aici. Your party is sending member of parliament to Moscow while Moscow is sending rockets to a neighboring country and killing people. Why are you doing this? Comunicarea între popoare, între elite, ea nu trebuie dinamitată. Ea trebuie să continue tocmai pentru a asigura stabilitate și pace aici. Halbierte Gaslieferungen aus Moskau und zerbombte Kraftwerke im Nachbarland Ukraine führten zu mehreren Blackouts in Moldawien. Das einzige Großkraftwerk liegt in der Separatistenregion Transnistrien. Dort wird russisches Gas verstromt. Eine neue Gasröhre aus Rumänien macht Moldawien unabhängiger von Russland. Und geplante Hochspannungsleitungen aus dem Westen könnten ebenfalls helfen. Doch Sabotage durch Lokalpolitiker verzögerte das Projekt. Jetzt bräuchte man die Extraleitungen, doch fertig sind sie erst 2025. Trotzdem konnte Rumänien einspringen. Eine Dauerlösung sind die Einkäufe auf dem Spotmarkt aber nicht. Now electricity comes from Romania mainly and the price is almost unaffordable for our people. So the main advice for our people is to use less energy.
Die Energiekrise hat brutale Auswirkungen. Ion Ignat musste seine Fabrik stilllegen. Seit 30 Jahren produziert er mit billigem Russengas Baumaterial. Einen fünffach höheren Gaspreis könne er noch verkraften, vertraut er mir an. Aber siebenfach? Nein. Da bleibt nur noch Maschinenstopp. Gazprom reduced several steps the gas deliveries. Who is responsible for the situation you're in today? Nu, ne simțim șantajați. Noi avem 50 de muncitori la moment, din care jumătate de ei, dintre ei se află în șomaj tehnic. Motivul principal este invazia armatei Rusiei în statul independent și suveran Ucraina. Zurück in der Hauptstadt habe ich eine Verabredung mit dem stellvertretenden Regierungschef. Im Ministerium erwartet mich eine Überraschung. Es ist stockdunkel. Eine vom Minister selbst angeordnete Energiesparmaßnahme. Ja, in Moldawien wird Energie gespart, auch in der Regierung. Deswegen habe ich für das Interview im Ministerium mein eigenes Licht mitgebracht. Wir haben Glück. Für Euronews macht der Infrastrukturminister das Licht ausnahmsweise an in seinem Büro. Who is responsible for this crisis we have today in Moldova? The problem is that Gazprom decided overnight to reduce volumes of gas. How do you use the funds which are coming from the European Union? Are those funds used to help people and how? We created this vulnerability fund, or reducing the vulnerability fund, which consists of 250 million euro. So people will be able to pay actually the gas or electricity or heating consumption. Das Geld kommt von der Europäischen Union. Dass es auch bei den Leuten landet, dafür sorgte Dorfbürgermeister Leonid Zalievski. Ohne Europas Hilfe wäre Moldawien pleite. Ohne Heizkostenzuschuss käme hier niemand durch den Winter. Sunt ajutorați familiile socialmente vulnerabile, care vreau să spun că erau 20% din, dar acum noi suntem cam toți în clasa asta. Noi plătim asta un preț pentru libertatea care noi trebuie să o avem. Juri ist fünffacher Vater. Vor einem Jahr ließ er sein Haus an das Gasnetz anschließen, eine Neuerung, auf die die Familie sich lange gefreut hatte. Dann explodierten die Gaspreise, weshalb Juri jetzt doch wieder Holz hackt. Statt mit Gas heizt Juri erneut mit Holz, bezuschusst vom Staat und der Europäischen Union. Wir haben hier 3 Meter Stierb, die Lehm, schau. Noi avem luna noiembrie finisată, începutul lunii decembrie, ianuarie. Ne ajunge, ieșim până în sfârșitul ianuarie cu aceste 3? Nu prea cred. Casa e mare, am aproape 100 de metri pătrați. Zic că noi aceste 3 metri care au fost aduse până acum, de la primărie, încă noi să mai aducem câte 2 metri stieri. Sper să fie cum ziceți și cred că o să ne stărim și noi mai econom, mai... Da. Zum Kochen verwendet die Familie Gas. Die Regierung hat ein System eingeführt, mit dem einkommensschwache Haushalte in den Genuss von verbilligter Energie kommen. Den Gaspreisdeckel zahlt zum Teil die Europäische Union. Eine Geste der Solidarität mit dem Nachbarn im Osten. Kam intentional. Am scăzut tare lucru. Din suma care o câștig eu, undeva jumătate din bani pleacă la comunale și la toate comunalele. Lumina, gaz, apa. Die Familie verdient ihr Auskommen mit Autowaschen. Harte Arbeit für wenig Geld. Mit 34% hat Moldawien die höchste Inflation Europas. Speiseöl, Mehl, Fleisch, alles wird teurer, auch Strom. In luna martie am plătit pe electricitate 308 lei, dar în luna octombrie 2022 am plătit 750, de două ori mai mult decât în lunile precedente. Damit es warm bleibt, verhandelt Moldawien mit West und Ost. Der Preis? Die Abhängigkeit von Russland bleibt erst einmal.